Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem neuen Video auf dem Team Reap Clan Channel. Und gleichzeitig ist es auch das Vorstellungsvideo von mir, diesem Spasten, der da im Hintergrund zum Gameplay labert. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wer ist dieser Spasten? Ich sag euch jetzt einfach mal, wer dieser Spasten ist. Denn es ist ja auch ein Vorstellungsvideo und wie es üblich ist, stellt man sich da auch natürlich vor. So, ich heiße Lukas, bin 15 Jahre alt und komme aus Niedersachsen. Und ich heiße eigentlich auch Vlad, denn ich habe 7 Jahre lang in Russland gewohnt, wie man es auch vielleicht an meinem kleinen Akzent hört. Aber ist jetzt auch egal, ich finde ihn nicht so schlimm. Und ich musste mich auf jeden Fall in Deutschland umbenennen lassen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat oder warum es meine Eltern so wollten, aber ist jetzt auch egal. So, ich habe mir auch ein kleines Thema eingepackt zu diesem kleinen Informationsvideo, was für Informationsvideo, Vorstellungsvideo. So, denn ich bin auch erst neu auf YouTube, sorry auf jeden Fall für dieses kleine Versprecher oder so, aber ist jetzt auch egal. So, ich habe mir ein kleines Thema eingepackt, so wie ich die Jungs vom Clan finde und wie ich zu diesem Clan auf jeden Fall gekommen bin. So, auf jeden Fall, wer den YouTuber GeorgeTheBeast kennt, ich bin ein etwas längerer Abonnent von dem, so ungefähr seit 2 Jahren und ich finde den echt korrekt, denn er hat eine neue Serie gestartet, die heißt GeorgeTheBeast, das Ultratalent, und die Serie feiere ich einfach nur, denn ich finde es echt geil, dass GeorgeTheBeast uns die Möglichkeit gibt, einfach mal diesen kleinen YouTubern wie uns einfach mal so weiter wachsen zu lassen. Und ja, dann die College-Jungs, die College-TV-Jungs haben da auf jeden Fall mitgemacht und haben so ein Graffiti gemacht für den, so ein Giorgio Graffiti auf jeden Fall auf so eine Wand. Das fand ich echt korrekt und ich finde, die Jungs haben echt Talent in sowas. Und habe mal einfach auf ihren Clan, auf ihren Kanal vorbeigeguckt und ich fand den Kanal echt gut von denen, habe ihn auch natürlich auch abonniert und habe herausgefunden, dass sie einen Clan-Channel haben. Und das erste Video, was ich mir da angeguckt habe, da habe ich mir einfach nur gedacht, ja, dieser Clan ist echt gut und ich suche echt nach einer langen Zeit nach einem guten Clan und nach einem guten Clan mit echt korrekten Membern und so vom Charakter her und ja, noch Homo natürlich. Und ja, ich finde die Jungs auf jeden Fall richtig korrekt vom College TV, denn ich habe sie bei Skype angeschrieben und sie haben natürlich auch gleich geantwortet, wie sich auch gehört, denn ich habe schon mehrere Kleine angeschrieben, sie haben einfach nicht geantwortet. Das ist echt abgehoben, finde ich, aber ist jetzt auch egal. So, die haben mir auf jeden Fall geantwortet und das fand ich, wie gesagt, echt korrekt und war auch mit ihnen erst 2 Mal in Teamspeak, aber trotzdem, schon nach diesen 2 Malen fand ich die Jungs echt korrekt und so, und dass sie mir schon die Chance geben, einfach mal ein Video hier zu machen und wie sie mich halt finden. Und ich bin jetzt sozusagen in der Promowoche, denke ich, aber ist jetzt auch egal. Ich laber mal wieder nicht so viel Scheiße im Video, denn ich bin echt ein bisschen aufgeregt, vor so einer großen Zuschauerzahl hier zu reden, denn bei meinen 11 Abonnenten ist das, keine Ahnung, 1 Million, aber ist jetzt auch egal. So, das war's jetzt auf jeden Fall zu diesem Video. Wer vielleicht bei meinem Clan, bei meinem Kanal vorbeigeschauen will, kann das auf jeden Fall tun. Wer Bock drauf hat, wie ein Dodge Pickup Truck, kleine geklaute Line von Kollegen und so. Nein, Spaß auf jeden Fall. Ich würde jetzt einfach nur noch sagen, haut rein, lasst es euch gut gehen und ciao.